Okay, jetzt haben wir sozusagen getauscht. Schade. Jetzt haben wir zwar die hier und können mit Sand laufen, aber können wir nicht mal im Schnee laufen. Ach ja. Aber damit kommen wir ja trotzdem in die Stadt, oder? Wir brauchen jetzt nicht das ganze Outfit, oder? Hier hockt er jetzt rum. Nochmal eine Quest. Oh, du bist wirklich gekommen. Ich habe natürlich keine Sekunde daran gezweifelt. Und du trägst ja sogar die Sandstiefel, die ich dir geschenkt habe. Eigentlich sind das Herrenstiefel, deshalb war ich nicht sicher, ob sie dir überhaupt passen würden. Aber sie stehen dir wirklich vorzüglich. Das letzte Mal konnten wir uns ja gar nicht in Ruhe unterhalten. Deshalb dachte ich, wir könnten vielleicht... Schneestiefel her. Was? Du willst auch noch meine Schneestiefel haben? Du bist ja wirklich unersättlich. Aber wenn ich diese Stiefel auch noch abgebe, muss ich barfuß rumlaufen. Was soll ich nur tun? Ich will doch ihre Gefühle nicht verletzen. Gut, ich muss es wohl so machen. Also, dann wünschst du mir natürlich Befehl. Aber lass es uns doch so machen, damit es aufregender ist. Überrasch mich noch einmal, dann schenke ich dir die Stiefel. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass die Statue der achten Kriegerin gar kein Schwert sitzt? Dabei hat sonst jede andere eines in den Händen. Komisch, oder? Ich bin sicher, auch die achte hat ursprünglich mal ein Schwert gehabt. Wenn dieses Schwert wirklich existiert, das wäre die schönste Überraschung, die ich mir vorstellen könnte. Ich werde es finden. Was, du wirst wirklich danach suchen? Das Schwert muss riesig sein. Eigentlich kann es nicht weit weggeschafft worden sein. Es müsste irgendwo in der unwegsamen Gerudo-Hochebene liegen. Diesmal kann ich dir die Schneestiefel aber nicht ausleihen, weißt du? Ohne die Schneestiefel kommt niemand in die Gerudo-Hochebene. Sie wird sicher aufgeben und zu mir zurückkehren. Gut, ich gebe mich geschlagen. Ich werde dann hier auf dich warten. Wenn du mit mir sprechen willst, ganz immer unabhängig von den Schneestiefeln, meine ich, bin ich immer für dich da. Na, jetzt müssen wir von dem Schwert also auch noch ein Bild machen. Na, ganz toll. Sowas ist unnötig. Komm, aber ich komme jetzt schon rein, oder? Okay. Aber was zählt eigentlich? Was muss ich anhaben? Nur den Kopfbedeckung? Das teste ich jetzt. Ich gehe raus. Und zieh mir... das an. Nein. Komme ich nicht rein. Also ich brauche auf jeden Fall Mund, Kopf und Körper. Füße sind egal. Na gut, dann machen wir mal ein paar Bilder. So, davon haben wir schon mal Bilder gemacht. Davon brauchen wir, glaube ich, keine. Nein. Davon haben wir auch überall Bilder. Davon brauche ich keine Bilder. Na gut, dann, ja. Gehen wir halt nochmal hoch. Es war, ja, irgendwo hier war's. Also so weit ist es gar nicht. Versteckt der Jäger, ja, wir müssen halt nochmal hoch und alles. Den ganzen Weg nochmal laufen. Ich dachte mir schon, dass es irgendwie sowas kommt. Aber das Schwert wissen wir ja, wo es wenigstens ist. Also von daher haben wir nicht so große Probleme, es zu finden. Ich bin immer ein Typ, das habe ich schon mal gesagt, glaube ich, bei The Legend of Zelda. War das bei The Legend of Zelda oder war es bei Horizon? Ich bin immer ein Typ, ich gehe immer erst ganz nach oben, um mir einen Überblick zu verschaffen und nicht einfach, suche nicht planlos rum. Weil damit, dass wir oben waren, wusste ich, okay gut, das Schwert ist da, dann muss auch die Statue irgendwo in der Nähe sein. Es war Glück, dass wir die so schnell dann gefunden haben, muss ich sagen. Denn damit hätte ich jetzt nicht wirklich gerechnet, aber dennoch. Ganz nice. So, wir müssen natürlich wieder nach oben. Was da wohl dahinter sich verbirgt?
Hey. Tschüss. Komme ich nicht rein. Okay, dann machen wir es später irgendwann. Geh weg. Ich sagte, geh weg. Ja, jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal hoch, aber wir haben ja so viel Spaß dran, deswegen machen wir es halt nochmal. Wüstenkojote haben auch schon Bilder gemacht. Die hauen immer gleich ab, wenn man... Ach man. Nur wegen dir normalen Pfeifer verschwendet. Ich weine um die Pfeile. Ja, wir haben zwar 179, aber auch die sind mal schnell verschossen. Vor allem bei mir. Außer natürlich, wir holen uns den starken Institutsbogen. So, wir brauchen nochmal irgendetwas für die Kälte. 10 Minuten nochmal Zeit, danach müssen wir hier abhauen. Okay, dann sind wir nochmal hier, da wo die ganzen coolen Nashörner waren und der Bär und was auch immer. Der jagt diese Nashörner, warum? Lass die doch in Ruhe, die machen doch nichts. Ich würde mal gerne erstmal eins töten, weil ich würde gerne wissen, was man dafür bekommt. Wahrscheinlich auch nur Fleisch oder so. Kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwie noch ein Loot oder sowas geben, aber trotzdem. Interessant wäre es schon, aber nein, ich lasse sie in Ruhe, solange sie mich in Ruhe lassen. Wenn mich eins angreift, einfach so, dann stirbt's. Gleiche bei den Hunden. Die Hunde, die wollen, oder die Wölfe, wie auch immer, die wollen mich angreifen. Ich bitte sie nicht darum. Damit sind sie selber schuld. Der Drache ist wieder da. Hey. Man merkt deutlich, wenn der Drache kommt. Wenn dann direkt japanisch-chinesische Musik kommt. Wie auf so japanisch-chinesischen Drachenfesten oder so. Ruhig dran gestanden und ich bin nochmal ruhig dran gestanden und du schießt daneben. Ist das dein Ernst? Das ist schlecht. Ein Rhodonit. Nehme ich gerne mit. Nun denn, dann geht's mal wieder weiter nach oben. Irgendwo da oben war's ja, glaub ich, schon. Und weiter. So, gleich sind wir oben und gleich müssen wir auch das Schwert finden.
Die einzige Frage, die ich mir jetzt gerade noch stelle, was habe ich denn hier markiert? Also ich glaube, da unten war ein Dungeon. Ach, oh, ah, okay. Ja, verstehe. Hab's. Ja. War das der Berg hier? Oh ja, wir stehen direkt davor. Da müssen wir noch hoch. Aber wie bin ich hier hochgekommen? Ja, irgendwie so halt. So. Und da ist er schon. Na komm. Und das war's auch schon. Diese Aufwinde gibt's immer nur, wenn der Drache vorbeifliegt. Das heißt, irgendwo in der Nähe müsste es sein. Ich gucke jetzt aber ganz kurz noch, was ich da drüben markiert habe, dieses Rote. Ich muss nur aufpassen, dass der Leine mich nicht sieht. Der ist, glaube ich, irgendwo da oben. Oder so. Ja, da drüben ist er. Wo ist der Drache jetzt? Ich sehe ihn nirgends. So, dann beeilen wir uns das mal, weil wenn dann ein Dungeon ist, dann können wir da auf jeden Fall den kurz machen und den Spawnpoint einrichten. Hätte man eigentlich davor schon machen sollen. Aber wer wusste schon, dass wir da oben nochmal hin müssen? Gerudo Zweihänder. Ein Platz. Haben wir eigentlich schon. Ich weiß. Die Frage ist nur, das hat halt eine extrem hohe Haltbarkeit. Stärke ist zwar jetzt nicht überragend, aber drüben ist auch noch eine Truhe. Komm, wir können mal reinschauen. Wenn es da doch nichts ist, können wir sie immer noch stehen lassen. Ja, okay, die können wir immer gebrauchen. Ein Topaz. So, jetzt schauen wir mal. Irgendwo da unten war es ja. Da unten war ja dann auch die Statue. Ja, da unten.
Also ein Stück weiter hätte ich nur laufen müssen. Total unnötig. Nun gut, dann müssen wir es halt zweimal machen. Weil daher wären wir jetzt wirklich... Okay, wir hätten den Berg hoch müssen, aber trotzdem, wir wären da viel schneller oben gewesen. Wir hätten nicht nochmal komplett alles machen müssen. Naja, selber schuld. Kima Kosasa Schrein. Kraftprobe schwierig. Ja, klar, Elektrogegner. Oder? Oh nein. Kein Elektrogegner. Aber ein ziemlich starker Gegner. Oh, nice one. Da freue ich mich drauf. Gut, für den Kampf benutzen wir... Fangen wir erstmal mit dem an. Ja, und gleich mal getroffen. Alles klar. Donnert auch mal ganz schön da dagegen. Und schön rein jetzt. Wow! Wie zum Teufel hat er das jetzt geschafft? Und wieder rein. Idiot. So, das ist auch kaputt. Dann nehmen wir die Feuerlanze. Oh yeah. Und nochmal rein. Autsch! Das tat voll weh. So, das ist auch kaputt. Dann geht's weiter mit... Ach, fängt das schon an?
Autsch! Ich bin immer so schlecht. So. Ah, ich versuch's wenigstens. Oh yeah. Und zack! Yes! Oh yeah, und zack, 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 rein. Yes! Pariert! Dieses Mal hatte ich's drauf. Geil! Es hat funktioniert! Ich habe nur mal die ganzen anderen. Oh. Schilde muss ich natürlich eins rauswerfen. Und tschüss. Ich habe nur mal die anderen Barrieren aufgestellt. Sollte ein Schuss nicht, soll es nicht funktionieren, dann hätte ich noch Schutz gehabt, falls die anderen mich dann auch noch treffen oder so. Einfach so als Vorsicht habe ich die aufgestellt. Genau so muss es funktionieren. Dieser Schuss kann zurückwirkend wirken, sozusagen. Also ich kann den Wächter damit selbst wieder, er kann sich selbst damit abschießen. Ich muss nur im richtigen Moment parieren. Das war jetzt gerade der richtige Moment. Ich dachte mir so, ich habe eh volles Leben. Was soll's, ein Huni gibt's dafür. Super, das war ein geiler Dungeon. Richtig geil. Und ja, du darfst einfach, musst aufpassen, da darf dich mit der Axt nicht treffen. Mit der Lanze, scheißegal, die ist nicht stark, aber die Axt, die haut halt richtig rein, die zieht immer dann 6 Herzen oder so ab. Aber doch, war sehr schön. Hat mir gefallen. Können wir mal wieder wiederholen. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden das macht, wenn er sich selber trifft, sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob er dann direkt KO gehen würde. Also wenn ich jetzt bei einem normalen Nano-Wächter draußen versuche, der rumläuft. Und wenn der auf mich zielt und schießt. Und ich das direkt mit seinen 3000 Leben oder so, oder was er hat. Wenn ich das direkt machen würde. Wie viel Leben man dann noch hätte. Ah, warte. Das wäre noch ziemlich interessant. Da oben gibt es noch, ja... Können wir gleich gehen. Sind hier ja fertig sozusagen. Vorerst. Auch den Leunen und sowas müssen wir alles noch besiegen und so, aber das kommt noch. Da steht's wieder dran. Perfektes Block. Halt ein Schild vor dich und drücke im richtigen Moment. Um eine Gelegenheit zum Kontern zu erhalten. Entweder zum Kontern oder halt die, gerade bei diesen Nanowächtern, diesen Strahl zurückwirkend zu machen. Und gerade bei diesen Trainingseinheiten in den Schreien kann man es gut testen, weil ich weiß jetzt nicht, wie so ein Wächter abgeht, so ein Nanowächter abgeht, wie viel der abzieht. Wenn wir den draußen uns treffen lassen. So, servus.
Du bist es. Jemand hat mir erzählt, er hätte dich auf der Gerudo-Hochebene gesehen. Da habe ich mir so große Sorgen gemacht. Ich hätte ja nie gedacht, dass du dich ohne Schneestiefel an so einen Ort wagst. Wie ist es gelaufen? Siehst dir an. Was? Du hast es wirklich gefunden? Und du hast es ohne Schneestiefel gefunden? Die Gerudo-Hochebene ist selbst für einen starken Mann wie mich zu gefährlich. Wie ist das möglich, die Schneestiefel? Ja, natürlich. Immerhin hast du dein Leben für mich aufs Spiel gesetzt. Da werde ich wohl mein Wort einer schönen Dame gegenüber nicht brechen. Warte, ich ziehe sie schon aus. Schneestiefel wieder erhalten. Wird auch barfuß schon irgendwie gehen. Das Wichtigste ist, dass du glücklich bist. Ich habe jetzt erst wirklich verstanden, wie viel du mir bedeutest. Deine unstillbare Gier, deine unnachahmliche, schroffe Art, deine unbeugsame Wille. Also, willst du nicht vielleicht, also mit mir, willst du meine... Keine Chance. Oh, ich wusste ja, dass meine Chancen schlecht stehen, aber dass du mich nicht mal ausreden lässt. Tja, wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest, mein Freund, obwohl du mehr willst als nur Freundschaft, aber ich kann mit dem Wasser nichts anstellen, echt schade. Schön wäre es gewesen, obwohl es mir markiert wird als Wasser. Okay, dann schauen wir mal. Ja, mhm. Riesenfossil, extreme Hitze. Machen wir das da. Hä? Suche nach... Mali, das hier hinten, oder was? Exil der Drachen. Ich rede nochmal mit denen, damit sie mir genau sagen, wo das ist. Dann können wir das machen. Wir geben kein sehr gutes Bild ab, was? Das ist mir wirklich peinlich. Und jetzt ist auch Baretta schon wieder verschwunden. Wenn die Kommandantin davon erfährt, wird sie uns was erzählen. Wir müssen irgendwas unternehmen, bevor sie es erfährt. Es hat wohl keinen Sinn, die Sache zu verstecken. Es geht das Gerücht um, bei dem Riesenfossil im Südwesten dieser Stadt war eine Fee leben. Ich wusste, Baretta würde diese Geschichte gefallen, aber dort gibt es Moldoras. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass sie ganz alleine dorthin geht. Okay, was hat sie gesagt? Südosten. Ja. Da unten. Ja, klasse. Hundertprozentig zu diesem riesen Fossil. Und der Weg ist auch ziemlich weit. Da ist es noch ziemlich heiß, also wir müssen Vorkehrungen treffen. Und im nächsten Part gehen wir dann dahin. Auf jeden Fall irgendwas gegen die Hitze brauchen wir. Und einen Drink oder so. Wo ist denn hier eine Kochstation? Hey. Ja, hi, hi. Alles klärchen. Oh, zwei Geronen. Hm, interessant. Nee, ich brauche eine Kochstation. Wo gibt es das? Wollt ihr mich verarschen? Ich habe doch letztens erst eine gesehen. Wo waren die nochmal? Oh, Mann. Ich muss mal in den ganzen Läden nachschauen, ob da irgendwo was zum Kochen gibt. Nö, hier jedenfalls nicht. Und wo gab's eine? Ich weiß leider noch nicht mehr wo. Und ja, ich weiß, blöd gelaufen und so. Hier vielleicht.
Oh, ein Buch liegt da rum, aber nein, ich will das nicht reinschauen. Kochstation, hallo. Gibt es echt keine Kochstation? Das gibt's doch gar nicht. Hier sind überall Läden, aber es gibt keine Station oder was? Doch echt nicht, hey. Oh, und sowas, solche kleinen Dinge nerven mich halt. Wie sollte man nicht einfach mittendrin irgendwo eine Kochstation rein platzieren? Das ist doch scheißegal, ob das gut aussieht oder nicht. Doch, man kann kochen, aber jetzt muss ich hier rumsuchen. Und wahrscheinlich gibt es hier nicht mal eine. Das heißt also, ich muss woanders hin. Vielleicht außerhalb, hier draußen vielleicht irgendwo. Nein. Gut, wir gehen zum Stall, da gibt es immer eine. Mich würde schon interessieren, wie viele Ausdauerbalken es insgesamt gibt. 3 oder 4 oder 5 oder 6. Na gut. So, Kühlungsmedizin, 9 Minuten 50, nice. Kühlungsmedizin, 3 Herzen plus 15 Zehen, nice. Und eine machen wir noch, die müsste dann auch, glaube ich, reichen. Und nochmal 59. Reicht das? Sondern bleibt stets kühl und verliert als Kochzutat die Fähigkeit, der Wüstenhitze zu trotzen. Verleiht als Kochzutat. Und nicht, dass es schon verliert. Nehmen wir mal 5 Stück und hauen wir sie rein. Oh. 12,30 plus 5 Herzen. Cool. Ich glaube, das reicht ja mal. 3, 4 Gerichte haben wir. Also 3 Tränke und ein Gericht sogar noch. Nicht schlecht. Gut, dann würde ich mal sagen, man sieht sich im nächsten Part wieder in Gerudo-Stadt. Da geht es dann weiter. Und da werden wir dann auch, oh, liegt ein Feuerstein rum. Und da werden wir dann auch loslegen, und zwar mit der Quest, mit der, wie heißt sie, Baretta suchen oder so. Das werden wir dann da machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und ein Abo wäre echt super. Oder einfach einen Kommentar abgeben, wie ihr diesen Part fandet. Und man sieht sich im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein.